Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Asterigos Curse of the Stars. Ich wusste noch, dass ich zum Ende des letzten Parts mir einige Gedankenstützen gemacht habe. Gut, dass ich nicht wieder nachgeschaut habe, oder? Ne, es geht um den Schlüssel, da wollten wir was machen in der Kaserne, ne? Und dann wollten wir hier zum Händler. Da gibt es noch eine neue Mission mit Roxanne und eventuell geht es bei ihm auch mal weiter, dass er uns generell was Neues anbietet. Und, jo, ich kann auch noch mal etwas besser sprechen. Ist das nicht mega? Jo, bestimmt. Nach Roxannes Bruder fragen. Ist das wahr? Brother? What brother? Lycus. Roxanne said you know where he is. Don't tell me you were lying. Oh, calm yourself, friend. I have too much information to keep track of. I can't recall things from so long ago. It's been too long. Sorry, but I can't sell it to you. I have a reputation to maintain. Never knew you had such a thing. Well, let's just chat then. I only have a few questions. Oh, that I can do. Please, ask away. Oh, wie. Nach der Quelle der Informationen fragen. Did you go to Roxanne and offer it to her? Why? There's no way she would have approached you. Let me explain. Sometimes it's necessary to sacrifice profit to make a good impression. When I met Lycus, he was in the sewer below Argus Plaza asking about Roxanne. Are you saying he's the one that wanted to contact Roxanne? But I had to deal with you first. So instead of selling the information to him, I first checked with Roxanne. Really? Or was it because Lycus's offer wasn't high enough for you? Oh, it's been so long, I can't remember what happened exactly. Anyway, since Roxanne didn't care, I thought no more about it. But she did care after all. Oh, actually, it's me that cares. How kind and warm-hearted you are. I feel honored to know you. You met Lycus. What kind of person is he? I'm not sure. All I can say is he's nothing at all like Roxanne. It felt like he had been through a lot. He was always angry, as if everyone else owed him. Sounds like trouble to me. Trouble? Never. He is no match for you. When it comes to someone like him, a little cane will have him singing like a canary. The sewer below Argus Plaza. I better check it out. Okay, das war's jetzt. Gehen wir mal wieder auf Kaufen, ob sich dort jetzt zufälligerweise was verändert hat. Nee. Familienprobleme. Ja, die Kanalisation, da waren wir ja eigentlich schon ein bisschen drin unterwegs, ne? Ich spreche trotzdem mal mit Roxanne, mal gucken, ob die jetzt was Neues meint. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen. What do you need? So. Zuflucht, Anhänger, nee. Alles klar. Nee, die spricht auch nichts Neues mit uns. Gut, jetzt müssen wir uns halt entscheiden, wie wir weitermachen. Ich würde sagen, generell interessiert mich jetzt fast der Schlüssel hier mehr. Persönlicher Schlüssel von Lawrence. Ein Schlüssel, der von Centurio Lawrence zurückgelassen wurde. Er scheint ein persönlicher Gegenstand zu sein. Lawrence Zimmer in der Kaserne der Fallan-Akademie öffnen. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal dorthin und versuchen, den Raum mal zu finden. Einfach mal so, brettern mal dort rum. Vielleicht finden wir auch einen neuen Questgeber oder was weiß ich, was da abgeht. Und mir fällt noch ein, war nicht bei einer Quest auch gesagt worden, das können wir auch ganz kurz gucken. Genau, Grenzposten, Aussicht der gezeichneten Eule oder was weiß ich. Dort gehen wir auch mal kurz hin. Hieß es nicht, dort sollten wir irgendwie vor den Stadttoren Vorräte abgeben. Das war noch die Quest mit Serin oder was? Serin hat uns doch irgendwelche Dinge da, Sternenstaub oder so irgendwas gegeben. Mal gucken. Irgendwas war da. Das hat mich zumindest mal an den Ort hier erinnert. Den Ort erinnert? Bin ich gerade richtig? Ah ja, genau, jetzt. Jetzt habe ich es optisch wieder. Da bin ich ja schon mal hingerannt und da war da ja nichts gewesen. Da habe ich ja gesagt, irgendwie verwundert mich das ein bisschen, dass da nichts ist.
Aber gehen wir einfach mal durch und vielleicht haben wir diesmal ein bisschen mehr Glück. Und wenn nicht, kann ich mich auch mal porten mit so einem Rotos-Symbol oder sowas. Vielleicht finden wir bei der Gelegenheit auch wieder etwas Neues. Das letzte Mal habe ich ja hier so eine verschlossene oder zerstörbare Wand gefunden. Hier sieht man jetzt auch schön die neuen Pfeile, die sie da ins Spiel reingebracht haben, vermutlich. Mal gucken. Hier, das war die Wand, die ich da geöffnet hatte. Ja, mal gucken. Vielleicht passiert was. Wer weiß. Ich habe das mal so verstanden, dass wir es hier hinbringen sollen. Vor die Tore, irgendwas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wenn nicht, müsste ich mir es durchlesen. Ich habe gedacht, das können wir gerade mal machen, wenn wir gerade eh so Abhaksituationen machen. Nee, leider nicht. Okay, ich dachte jetzt vielleicht, hier steht jemand oder das geht hier mal weiter. Anscheinend kann ich den Gedanken generell mal knicken. Ne? Das wird wahrscheinlich einfach nie der Fall sein. Ja, man weiß es aber auch nicht, ne? Naja, egal. So, komm, dann benutzen wir mal wieder solche Symbole hier. Was haben wir da? Rotos-Symbol. Jo, komm, dann machen wir das. Zur Zuflucht. Kann er machen. Dann gehen wir jetzt in die Kaserne und laufen dort mal rum. Wenn wir ein bisschen Glück haben, vielleicht laufe ich auch an Gegnern vorbei. Dann finden wir vielleicht die Tür auch recht schnell. In der Kaserne werden ja wahrscheinlich direkt die Türen sein. Ich kann mich da auch noch an so ein paar verschlossene Türen da erinnern. Mal gucken. So, teleportieren uns zur Kaserne von Fallan Akademie. Und da müsst ihr auch Kaserne... wird nicht extra genannt. Politischer Campus, Halle des Archon. Arsenal war die Kaserne, ne? Schmiedekammer. Innerer Platz. Kaserne, wo war die Kaserne? Gab es nicht extra einen Speicherpunkt, wo man hinspringen konnte als Kaserne? Sollte ich das jetzt wirklich alles machen oder das vielleicht mal off-Kamera suchen? Ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Ja, die Schmiedekammer oder wie die hieß, das wäre vielleicht auch interessant. Dort waren doch direkt so Türen oder sowas. Habe ich da alle Türen geöffnet? Hieß das Ding überhaupt jetzt Schmiedekammer? Keine Ahnung, wo ich da ankomme. Wir laufen einfach mal rum. Ah, das war unser Speicherort. Quatsch, unser... War das unser... Nee, war es gar nicht. Jetzt bin ich komplett raus. Dann laufen wir einfach mal rum und öffnen mal die Tür. Geht nicht. Okay, weiter. Ja, da waren fast... Oh, was ist das da? Ah, nochmal so ein Symbol. Das hatten wir damals aufgedeckt. Genau. Hier sind wir rechts rein. Konnten wir rein, um Short zu cutten. Jetzt bin ich ja eh dort, wo ich hin will. Pi mal Daumen. Gehen wir einfach mal durch. Mal gucken, was wir noch so finden. Vielleicht hier noch ein bisschen was abzufarmen. Unten war ja noch so ein Gegner da in so einer... komischen oder vermeintlichen Gegner in dieser komischen Kiste, wo ich auch gesagt habe, da hätte ich mal eine Granate drauf werfen können, clevererweise. Habe ich nie getan, aufgeladene Bombe. Ist denn jetzt sogar da unten? Na, ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, was so die einzelnen Ortschaften angeht, aber wir werden es schon finden, was ich meine. Was denn du da? Wir laufen einfach mal so ein bisschen rum, gucken mal uns Dinge an, die ich vermeintlich übersehen habe. Guten Tag. Ist hier... Das sieht doch auch gut aus. Ah, stimmt. Hier waren auch mehr dieser Räume. Da kann es gut sein, dass da irgendwas verschlossen war. Ja, kann ich auch immer mal so durchklicken, ob ich alles wirklich angeklickt habe. Waren da nicht die verschiedenen Höhen mit den verschiedenen Zimmern? War das nicht so? Ich muss mich doch... Das hier könnte gut sein, dass das die Kaserne war. So mehr oder minder. Hallo, bleib mal ganz geschmeidig, bitte. Komm, nervt der rum. So, hier alles wegsprengen. Ja, genau, da waren die vielen Zimmer. Und da waren welche auch verschlossen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oh je, ob ich das jetzt so auf Anhieb finde. Hilfe! Was war hier wieder los? Keine Ahnung. Gehen wir mal nochmal zurück. Ich glaube, das war der Weg halt hier raus. Aber da gab es, wie gesagt, noch mehrere Etagen. Genau, hier hoch. Kam ich von oben? Nee, keine Ahnung. Also jetzt sich zu orientieren ist schwierig. Ah, sehr schön. Ah, hier. Da können wir lauschen. Okay, das werden wir wohl alles gemacht haben. Die Schmiede, ja bla. Die da gelabert haben. Schwierig. Können wir nur nochmal lauschen. Können wir nicht öffnen. Dann gab es hier... Das war die Stelle, wo wir immer gefarmt haben. Oder was heißt immer? Manchmal... Nee, mich muss keiner in die Schranken weisen. Ich will nur mein Farmzeug mitnehmen. Alles klar, danke.
So, da konnten wir auch noch was mitnehmen. Irgendwas übersehen? Nö, brettern wir einfach durch. Wunderschön, traumhaft. Oje, oje. Das da wird ja was. Naja, auch nur lauschen. Hm. Ob das hier war? Ach, schade. Hab ich das gefunden? Jo. Also wenn nichts Neues aufblockt, werde ich es gefunden haben. Wenn rechts nicht kein neuer Eintrag sich verbirgt. Oh, sprechen. Ist das der Typ, der unten abgehauen ist? Jo, ich hoffe, es kommen keine neue. Dann kann ich mich ausnahmsweise mal ausruhen. Jo. Jo, er arbeitet schon ewig da. Ich kann mich an das Gespräch erinnern, oder? Jo, nichts Besonderes. Kann ich den wegsprengen? Nee, ist auch kein Gegner. Okay, scheint wohl irgendwie wichtig zu sein. Oje, oje. Ah, da liegt noch was rum. Oder? Nee. Wieder das Eulensymbol, wie immer. Ah, je, oje, oje, oje. Nee, das muss ich wahrscheinlich echt mal auf Kamera suchen, den Mist. Schade. Ich habe jetzt gehofft, das finden wir da eher. Gut, Kanalisation wäre auch noch so ein Ding, wo wir rein könnten. Jo, oder ich mach's halt mit euch zusammen. Keine Ahnung, ey. Wo könnte das gewesen sein? Die Kaserne, ich kann mich nicht... Ach, war die Kaserne nicht sogar wo ganz anders? Moment. Wie komme ich da hin? Ja, teleportieren wir uns einfach mal durch die Gegend. Steht das vielleicht jetzt irgendwo da, wenn ich doch mal genauer lese? Innerer Platz. Da war, glaube ich, die Kaserne. War das nicht so, wenn ich zurückgehe oder sowas? So irgendwelche verschlossenen Räume noch? Boah. Wo wir den Hebel gezogen haben und so. Oder dort oben, genau, dort oben, wo wir rein sind, wo der Löwe war. Das könnte auch sein. War das die Kaserne? Alles ist möglich, ne? All dies ist möglich. So, hier kamen wir an. Hier geht's zum... Ah, genau, zu den verschiedenen Kisten. Hier ging's zurück zu diesem Kerker, war das eher, ne? Kriegsturm. Jetzt geht meine Stimme wieder weg. Das gibt's doch nicht. Ich bin doch noch krank. Jo, langes Reden fällt mir wohl doch noch ein bisschen schwer. Räusper, räusper, räusper. Haha. So, was mache ich hier? Laufe doof im Kreis und suche irgendwelchen Quatsch. So, ich muss mal kurz hier durch. Ich muss mal kurz unten gucken, ob da was war bei euch. Das war doch die Stelle mit den Zellen da. Genau, da kam noch der Dicke da. Das haben wir ja auch geöffnet. Oh, der will auch nur sprechen. Du willst... Oh, sorry. Ah, der wollte nur sprechen. Och, nö. Sorry, da muss ich dich leider umlegen. Dann gib mir bitte Drop oder so. Ja, da waren wir überall drin. Das ist keine Kaserne. Das da unten, was war das? Abgeschlossene Räume, Kanalisation, was auch immer. Wo komme ich denn da raus? Help! Hä? Weiß ich gar nicht mehr. Wo hat das hingeführt? Ach, Shortcut? War das so? Oder dann zur Mine nochmal oder sowas? Ja, genau. Ach du Scheiße, Alter. Renn ich hier rum, irgendwo in der Pampa, ey. Wahnsinn. Dort wäre es aber auch mal interessant hinzugehen. Ich spring mal in den Tod, was soll's. Der Styx... Ach, das war der Styx-Pass. Trotzdem interessant, jetzt laufen wir mal querbeet irgendwo rum. Styx-Pass wäre natürlich auch geil, um generell mal weiterzumachen. So, da chillt kein neuer Typ rum. Gibt's einen näheren Spot zum Porten für mich jetzt, wo ich hin will? Nee. Ich würde gerne mal in das Dorf da wieder hin. Da bin ich auch schon lange nicht mehr gewesen. Das Dorf über, oh, oberhalb der... Ach, das war gar nicht hier. Wobei, hier kann ich auch durchlatschen. Nee, jetzt bin ich komplett falsch. Ich bin komplett raus irgendwie. Aber da vorne sind wir ja gerade hergekommen. Passt schon. Alter, alter, alter. Die Dinge haben wir auch alle markiert, ne? Jo. So, hier links das. Das war, glaube ich, könnte eine Kaserne gewesen sein, wo der Hund da oder der Löwe da saß und so. Stirb! So, hier konnte man sich ja auch noch ein bisschen XP und Krempel mitnehmen. Machen wir mal gerade. So, da holen wir hier noch so ein paar Gegner weg. Was soll's. Wie gesagt, manche dieser Dinge kann ich natürlich auch mal auf Kamera machen. Ein schönes Erz mitgenommen. Traumhaft. Ja, hier läuft noch irgendwo auch so ein Löwe rum. Da hinten sitzt er schon. Phalang Raureif. Wahnsinn. Yay, yeah, da wird gefarmt und actionreich. Jetzt geht's ab hier.
Da hinten konnte ich immer noch nicht öffnen oder hab's noch nicht von der richtigen Seite geöffnet, ne? Oh, hier, sehr schön. Schöner Loot zumindest mal. So, Magie ist voll, sehr geil. So, mach den Löwe platt, mach den Löwe platt. Sehr gut. Geht also absolut easy, klar. Oh, keine Ahnung, ob ich das gar nicht öffnen kann, hier das Tor da. Sieht nicht so aus, ne? Sehr geil. So, der Löwe, der hinter uns rumbrettert. So, sehr geil. Und weiter geht's. Ist das da oben die Kaserne gewesen? Ich habe echt gedacht, ich hätte die Kaserne da irgendwie noch im Schädel gehabt, wo die ist. Aber irgendwie nicht. Irgendwie habe ich's verrafft. Kaserne, bitte. Das sieht doch kasernmäßig aus, oder? Sag mal was. Die Götter, Templer, wie auch immer. Die Kasernen, yay. Yeah. So, auf geht's. War hier ein verschlossener Raum, wo man Schlüssel gebraucht hätten. Guten Tag. Ciao, ich muss mal weiter. Bin ich schon dran vorbeigelaufen? Ja, dass man sich das merkt, hier wieder vorbeischaut und so, das könnte wichtig sein. Da liegt auf jeden Fall angeblich noch irgendwas rum, was rumglitzert. Vielleicht brauche ich dafür jetzt den Schlüssel. Und vorher hat das gar nicht rumgeglitzert. Könnte das sein? Ein bisschen zu offensichtlich, oder? So, sterbt alle? Oh, nee. Aha. Das scheint Roxanne zu gehören. Ich nehme es ernst erstmal mit. Aha. Aber das hat damit gar nichts zu tun. Das scheine ich einfach übersehen zu haben. Oh, nee. Wo war hier ein Raum? War das weiter oben? Na, das kann jetzt hier überall gewesen sein. Bitter, ey. Warum habe ich das übersehen? Wie konnte ich das, die Kiste da übersehen? Ich habe jetzt auch keinen Schlüssel verbraucht. Da stand ja gar nichts davon. Auf jeden Fall noch wichtig für die Roxanne-Quest wahrscheinlich. War hier unten jetzt was? Wie konnte ich die Kiste übersehen oder den Koffer? Das gibt's doch gar nicht. So blöd kann man doch gar nicht sein. Ah, hier war das mit den verschiedenen Räumen. War das hier? Lauschen. Sorry. Oder wäre das der andere Weg hierher gewesen? Oh, ich blick gerade gar nichts mehr. Nochmal lauschen. Nee, ich will öffnen. Überprüfen. Haben wir wohl gesehen. Jo, Tagebuch eines Soldaten. Hier liegt noch was rum. Ja, machen wir so ein bisschen Vervollständigkeits-Gameplay sozusagen. Aber das Hausgras, das wundert mich gerade, was wir gerade gefunden haben. Hier Questgegenstand. Testament des Oberhaupts des Hauses Gras. Ein Testament, auf welchem das Familienwappen des Hauses Gras gestempelt wurde. Ein kurz gefasstes Testament bezüglich der Übertragung der Position und der Aufgaben des Familienoberhaupts. Es trägt außerdem das Familienwappen und darin steht unter anderem: Roxanne soll als vorübergehende Verwalterin fungieren, bis Lykos das Amt offiziell übernimmt. Okay. Gut. So viel dazu. Habe ich eben gelesen, oder? Jo. So. Ist natürlich interessant. Rechts war auch noch. Rechts konnte ich auch rein, ne? Gehen wir mal dorthin. Oder kam ich von da? Nee, ne? Oder? Alter, wo bin ich denn hier? Ach, das ist der andere Raum unten. Ja, klar. This document is from a very Aetheris. Eve. Warum hat sie darauf jetzt noch reagiert? Merkwürdig. Ich sag mal einfach, da ist nichts mehr. Oh Gott. War weiter. Ich kann mich nicht mehr erinnern. War weiter oben. Da war ja dann die Situation, wo wir uns da gefetzt haben, ne? Dieser Bosskampf, Wellenkampf da irgendwie, ne? Ja, ich glaube, ich hatte das hier im Kopf mit den verschiedenen Etagen und Gegnern und so weiter. Ja, ich habe nicht das richtige Element drin. Ja, das kann gut sein, dass hier irgendein Raum verschlossen war. Ist natürlich sehr, sehr unangenehm, jetzt hier zu suchen. Boah, es ist nervig. So. Warum habe ich nur noch so wenige Seelen? Was geht denn ab? Habe ich irgendwas gekauft und weiß es nicht mehr? Kann sein. Ich verlaufe mich. Ich verlaufe mich. Ja, haben wir alles geöffnet. Hieran kann ich mich nicht mehr gut erinnern. Aber haben wir alles geholt und gemacht. Ich glaube, das hier war alles noch relativ wichtig, ne?
Gut, egal, da liegt auch noch was rum. Ich klick's nur mal an, sicherheitshalber, wenn wir schon mal da sind. So. Na, da ging's auch noch weiter runter. Jo, bla. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich herkomme. Oh. Wird schon passen, glaube ich. Da läuft bestimmt auch noch drin gleich irgendwer rum. Help! Die Kaserne, help! Nein! Ah, nein, lauschen. Ah, warum kann ich da nichts öffnen? Das gibt's doch nicht. Das ist doch Bullshit. Irgendwo hier ist dem sein blödes Zimmer da. So, ich heile mich mal kurz. So, lauschen wird mir nichts bringen. Öffnen bietet er mal gar nicht an. Ja, bringt auch nichts. Ein schönes Suchen. Traumhaft. So, jo, ne? Wir sind jetzt hier hochgekommen. Wie geht's denn weiter? Achso, das war hier schon der Schluss. Wo war denn der Raum, wo wir gefightet hatten? Hä? Ich check's gerade gar nicht. Irgendwo bin ich jetzt gerade schon falsch gelaufen. Oh, ist das zum Kotzen. Wir sind doch irgendwo hochgekommen, wo wir da so rumgefightet hatten, oder? Was? Ach Quatsch, das war ja gar nicht hier. Was rede ich? Ich bin komplett verwirrt. Jetzt bin ich komplett raus irgendwie. So, da habe ich mich hier umgesehen. Hm. Merkwürdig irgendwie. Das Arbeitszimmer von dem. Stand da überhaupt Arbeitszimmer? Auf jeden Fall irgendein Zimmer halt. Kann doch nicht wahr sein. Gut, oben das Zimmer sah schon schwer danach aus eigentlich. Nach so einem Hauptraum, Zimmer, Arbeitsdingens. Gut, da unten war noch was. Ist das jetzt echt das Ding da? Ne, da war ich ja eben auch drin, ne? Oh, nee. Oder vorne, als ich so durchge... Ah, überprüfen habe ich aber auch gemacht damals, ne? Ja. Keine Ahnung, wenn nicht, muss ich das kurz off-Kamera suchen, wo es hier weitergeht. Voll beschissen, ey. Ja, jetzt bin ich irgendwie raus hier. Und jetzt komme ich hier raus. Ja, und check irgendwie gar nichts mehr. Ist alles zu lange her. Aber macht irgendwie Spaß, auch so ein bisschen rumzulaufen, ein bisschen was zu erkunden. Also, das sind die Kasernen oder ein möglicher Weg in die Kasernen. Wie kam ich jetzt eben nochmal überhaupt hierher? Von hier, ne? Genau, durch diese Lagerräume da durch. Könnte natürlich rein theoretisch auf der anderen Seite noch irgendwas sein, was ich jetzt nicht gesehen habe. Ne, ich bin direkt hier rein, ne? Hm. Ja, und das sind die Kasernen. Hm. Keine Ahnung, ich hab's... Oh, 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 nee, bitte nicht. Ach, das wäre jetzt zu geil gewesen, wenn es die Tür gewesen wäre. Ja, nee, keine Ahnung. Quest, ich muss es übersehen haben. Lawrence Zimmer, möglicher... Moment mal, neben der Ausrüstung, die von der Legion ausgegeben wird, haben einige Offiziere auch ihre persönlichen Habseligkeiten. Dieser Schlüssel könnte möglicherweise etwas in Lawrence Zimmer in der Kaserne der Fallan Akademie öffnen. Ja, da war ich... Ach, ja, es ist irgendein Zimmer halt. Komm, ich lasse das jetzt einfach drauf, wenn ihr keinen Bock habt, das zu schauen, dann skippt das einfach. Wir machen jetzt nur noch das. Also irgendwo in irgendeinem beschissenen Zimmer muss ich da irgendwas anklicken und ich hab's übersehen. Das kann ja fast nur... Hingekritzelte Notiz. Ach, das da. Okay. Das kann ja fast nur das große Zimmerchen da sein, oder? Und da muss ich wahrscheinlich nur irgendwo was anklicken oder so. Irgendwo vielleicht auch eine Kiste oder so, die ich nicht öffnen konnte. Boah, das kann natürlich jetzt... Überall sein, nur für die Leute, die es interessiert, ist es vielleicht dann noch irgendwie sinnvoll, dass ich das jetzt noch drauf lasse und nicht im nächsten Part einfach dort starte. Und wenn ich es jetzt innerhalb der nächsten 5 Minuten nicht finde, dann müssen wir es halt so irgendwie machen. Dann muss ich den Weg zurück zeigen oder so. So, so kommen wir hier noch rein. Was stand da genau? Arbeitszimmer oder Bürozimmer oder was? Ein Lawrence Zimmer einfach nur, ne? War der Lawrence hier an irgendwelchen Sachen am Arbeiten? Man weiß es nicht.
Lawrence. Naja, es war ja eher so ein Wachmann. So ein Typ. Typ! Ja, ich denke, hatten wir nicht öfter in dem Spiel auch, oder was heißt öfter, gab es das in dem Spiel auch, dass wir so Kiss, dass wir so, doch, Kisten, Schatztruhen gefunden haben, die wir nicht öffnen konnten, gab es das nicht mal? So. Sowas zum Beispiel. Oh, die ist geöffnet. So, da kann also auch nichts sein. Also der ganze Flügel hier ist abgedeckt. Also sind wir nur noch hier bei diesen Arbeitszimmern da. Oder, jo, Zimmern halt. Schau dich genau um. Ja, da war ja eine Kiste drin. Tagebuch eines... Ah, die haben wir nicht gesehen. Gut, okay, das skippe ich jetzt mal so durch. Könnt ihr natürlich pausieren, wenn ihr es irgendwie lesen wollt. Da haben wir was übersehen. So, und jetzt gehen wir hier unten alles durch. Hier können wir nur lauschen. Lauschen. Ja, dann ist es wahrscheinlich oben das große Zimmer, ne? War der Lawrence hier der Haupttyp? Ich weiß es nicht. Ich bezweifle es eher, oder? Dass der hier jetzt der große Dude war. Gab es nicht irgendwo, genau wie hier, solche Kisten unter Betten und so ein Kram? Wow, Monty! Ja, such, 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 such. Habt ihr auch lange gesucht oder habt ihr es direkt gefunden? Oh, nee. Okay, also wieder hoch. Und oben gab es dann ja auch nur diesen einen... Ah, zwei Pfade. Habe ich mir die beide angeguckt. Gehen wir zuerst links den Pfad. Das war das mit dem großen Zimmer, genau. Da habe ich eigentlich auch die größten Hoffnungen. Eigentlich, hätte ich gesagt. So, jetzt guck mal genau. War das hier Lawrence' Zimmer? Oder war das irgend so ein anderer Typ, der damals... Ah, nee, da gab es doch noch so einen Typ, der mit dem Löwen da... am Start war. Wie ist denn der wieder? Löwenmann? Petrius? Ne, irgendwas stand da ja gerade. Das war ja das, was ich gerade gelesen habe. Ja, Marble Petrius. Wobei das in einem Rückblick wahrscheinlich echt nochmal interessant zu lesen wäre. Hm. Das habe ich ja bei mir eben hier alles eigentlich angeschaut. Wahnsinn! Dass ich mir jetzt so schwer tue, das zu finden. Krass, krasser Scheiß. Okay, er war hier nicht der Hauptdude, was eigentlich auch logisch ist. Es war so ein anderer Typ, der hier der Hauptdude war. So, jetzt das Zimmer, das wir jetzt finden, das ist das Entscheidende. Das hier, wow. Das ist sein Zimmer, ganz eindeutig. Nee. Fuck, das kann doch nicht wahr sein. Ich finde das nicht. Ich werd bekloppt. Kein Hinweis, kein gar nichts. Spielzeug. Dann leck mich doch mal einer fett, Mann. Persönlicher Schlüssel von Lawrence verwendet. Persönliche Truhe von Lawrence. Oh, Mann, ey. Vielleicht wichtig. Frostschwinge, Nachricht 1 an Centurio Lawrence. Ich bin froh, dass ihr der letzten Feier beigewohnt habt. Die herausragende Vorführung hat euch sicherlich begeistert. Die Verwandler geben ihr Bestes für die Asphäser und ich hoffe, ihr konntet ihre Leidenschaft spüren. Sie sind so anders als wir mit ihrer Freundlichkeit und ihrer Unschuld. Wenn ihr euch erneut treffen möchtet, werde ich euch über den Ort der nächsten Versammlung in Kenntnis setzen. Frostschwinge. Euer Vorschlag ist exzellent. Ich habe ihn mit meinen Vorgesetzten besprochen und wir halten ihn für einen guten Plan. Wir sind dankbar für eure Entscheidung, euch auf die Seite der Verwandler zu stellen. Mögen sich unser Wille und unsere Liebe für, über diese Stadt verteilen, bis alle das Lied des Friedens singen. Frostschwinge. Die Waffen, die der Archon vorbereitet, eignen sich definitiv für eine Falle. Geht zu ein paar der von mir ausgewählten Physikoi und Schmiede. Sie werden wissen, wie diese Waffen angepasst werden können. Wir werden uns an euren Einsatzplan halten. Der Rest wird von den Informationen abhängen, die ihr zur Verfügung stellt. Bitte seid vorsichtig.
Okay, und ein Auflösemittel haben wir bekommen. Okay, jetzt haben wir praktisch erfahren, warum der sich so verwandelt hat und so ein Kram, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Ey, super! Komm, dann geben wir noch zum Abschluss der Folge auch den anderen Krempel ab, den wir gerade gefunden haben. Zur Zuflucht wieder. Und dann zu Roxanne, geben das ab. Und da haben wir wenigstens ein bisschen Kleinkram gemacht. Und dann, ja, könnten wir Kanalisation weitermachen, auch wieder so rumsuchen und kämpfen, bis wir da die Hinweise auf Lykos oder was da finden. Die Quest könnten wir angehen. Oder halt wirklich mit der Hauptquest weitermachen. Ja, weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Man kann auch mal sowas machen, was soll's. Man könnte noch einmal in die Kanalisation dort ein bisschen rumsuchen. So viel war das ja dort auch nicht. Und es würde vom Leveln her halt noch ein bisschen passen. So, was haben wir da gefunden jetzt? Nee, das war falsch. Nee, sprechen schon ist richtig. So, hier, nee. Auch nicht, hä? Ich sollte ihr doch das anbieten, was ich da gefunden habe. Bin ich bescheuert? Das war doch für Roxanne, oder? Das interessiert sie aber jetzt gerade gar nicht. Hä? Bin ich gerade bescheuert? Das hier. Vielleicht weil ich die Quest schon ausgelöst habe? What do you need? Warum funktioniert das jetzt nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Oder habe ich schon mal mit ihr darüber gesprochen? Deswegen ist es ausgeraut. Ich achte mal gerade, was da steht. Aphis, silberne Eulenfigur, nee. 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 Vielleicht wird das nochmal wichtig, das Ding. Keine Ahnung. Krass. Jo, jetzt bin ich ein bisschen raus. Wow, 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 wow. Gut, okay, dann machen wir im nächsten Part weiter. Vielleicht wäre es dann echt sinnvoll, diesen Lykos zu finden. Vielleicht wird das Testament dann gebraucht, dann sehen wir das auch. Jo, jo, machen wir wahrscheinlich auch so. Ich wünsche euch was und vielen Dank für die Geduld. Bis zum nächsten Mal. Ciao.